Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu unserer nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist, Mike. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ich da bin. Herzlichen Glückwunsch, ja? Ja, Mann. Ja, danke. Ja. Ich bin sehr geehrt. Ich fühle mich auch immer geehrt. Geehrt. Geerdet. Geerdet. Mhm. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war die Folge Nummer 9. Das war's schon. Nein. Wie geht's dir? Gut. Ja. Ja, wie geht's dir? Ja. Müde, gell? Ja. Ich auch. Immer noch müde. Ich auch. Wir sind immer müde, wenn wir hier sind. Ja, weil wir es immer spät machen. Ja. Sollen wir mal verraten, wie viel Uhr wir jetzt haben? Warte kurz hier. So, ja. Mhm. Wir haben jetzt kurz vor 22:30. Mitternacht. Mitternacht. Fast. Fast. Ja, brutal. Aber es ist einfach immer wieder schön, dass wir zusammenkommen und immer wieder über Themen sprechen. Ja. Themen, die eigentlich überhaupt nicht geplant sind. Und ich lasse das eigentlich weg. Die sind nicht geplant, sie entstehen. Mhm. Über was möchtest du denn heute sprechen? Ich hatte Geburtstag. Happy Birthday to you. Warte, ich sing's noch schöner. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Mike, Happy Birthday to you. Dankeschön. Bitteschön. Aber ist auch schon eine Weile her jetzt. Ja. Ja. Ein Jahr, oder? Nein. So lange nicht. Wie alt bist du denn geworden? Ich bin... Möchtest du dein Alter verraten? Soll ich mal verraten? Ja. Ich bin 38. 38 Jahre und immer noch Haare am Sack. Ja, Gott sei Dank. Also wenn es mal so weit ist, dass da nichts mehr geht, dann... Ja, manche finden es aber schön, dass da keine Haare sind. Ja, ich rasiere schon auch, ja. Aber ich meine, wenn vom Alter her... Mit was für einem Rasierer? Boah, ich habe mir einen neuen bestellt. Was denn? Warte mal, ich habe mir... wie heißt der? Gillette ja. Haarwachs weg. Was? Ja doch, nein. Gillette. Gillette macht alles weg. Gillette, irgendwas. ProGlide. ProGlide? Ja, Mann. Ist es ein Nassrasierer oder ein Trocken? Nass. Rasierst du unter der Dusche oder? Unter Dusche. Ehrlich? Ja. Mit Schaum oder ohne? Mit. Also so einen richtigen Rasierschaum? Mhm. Oben und unten auch? Überall. Unten an der Arschritze auch? Überall, habe ich gesagt. Also am Arsch auch, oder? Überall. Ehrlich jetzt, oder? Du musst überall. Aber da kriegst du voll die Pickel. Na, ach Quatsch. Warum rasierst du deinen Arsch? Ich rasiere meinen Arsch doch nicht, aber trotzdem, weißt du. Dein Arschloch rasierst du aber? Nein. Ich meine ja da unten. Nein. So dieser Steg zwischen Arschloch und Eieransatz. Nein, kein Mensch. Das macht nur die Pornodarsteller. Ja, ja, okay. Ja, ist so. Ja, das stimmt. Ja, Mann. Ein bisschen Männlichkeit brauchst du noch. Ja, aber wenn wir schon mal bei den männlichen Genitalien sind, ja. Ich hätte noch mal eine Frage an dich. Ich hatte neulich so eine Diskussion über, bei uns Männern ist ja so, ab einem gewissen Alter und ab einem gewissen, sag ich mal, wie sage ich dazu? Reife. Ja, Reife, aber auch Pflichterfüllung, möchte man vielleicht nicht mehr so zeugungsfähig sein. Okay. Thema Vasendektomien. Vasektomie? Vasendektomien. Ja. So, wie stehst du dazu? Bist du vasektomiert? Nein. Hast du also noch was im Sack? Ja. Der Knecht Ruprecht hat noch was im Sack? Ja. Das heißt, du möchtest auch weiterhin Kinder haben? Nein. Also möchtest keine weiteren Kinder haben? Nein, nee. Ja. Nein. Also du würdest es tun? Oder findest du es gut, dass Männer das machen können? Wie soll ich sagen? Ich würde sagen, ja. Ja? Ja. Das heißt, um die Frau zu schützen, dass sie keine Hormone mehr nehmen muss, also irgendwie so Pillen oder so ein Zeug, würdest du es tun? Ja. Okay. Cool. Ja. Ich weiß nicht. Das Warum? Tut doch bestimmt weh, oder? Glaube ich nicht. Ja, die drücken dir deine Eier ab, oder? Was machen die denn genau? Ach, das ist ein Mythos. Ja, keine Ahnung. Ich habe das bei meiner Katze gesehen. Jetzt pass mal auf, gell. Da hat man die Eier weggeschnitten. Nein, so schlimm ist nicht. Ich kenne jemand. Ja. Der hat es machen lassen. Mhm. Ja.
Und ich weiß nicht, ich sag keinen Namen, aber ich war bei ihm daheim. Und hast du den Sack angeschaut? Nein. Pass auf. Ich wusste, dass er es gemacht hat, ja. Und ja, seine Frau kam dann zu mir her und hat mir dann so ein Gläschen gezeigt. Und da waren dann die Samenleiter drin von ihm. Echt jetzt, oder? Ja, Mann, der hat ihn mit nach Hause genommen. Also es ist ja im Endeffekt wahrscheinlich irgendwie... Wie so Stränge. So. Wie, okay. Wie so Venen, so kleine. Und die hat er mit nach Hause genommen? Ja, Mann. Als Andenken? Ja. Das war mal meine... Meine Leitung. Meine Leitung zur... Zu Vernichtung. Zu Alimenten. Zu Alimenten. Ja, das ist ja, aber, das ist irgendwie cool. Aber er sagt auch... Beste, was er gemacht hat. Mhm. Ja. Das heißt, er kann jetzt einfach rammeln ohne Ende, ja, und kann niemand schwängern. Ja. Schlimm wäre es jetzt nur, wenn du jetzt bei ihm gewesen wärst und er ruft dich nach 9 Monaten an und sagt, du, meine Frau ist irgendwie schwanger, das geht doch gar nicht. Dann würde ich mich fragen, was hat Mike dort gemacht? Ja, nein. Nein, wir machen nur Spaß. Nee, aber der ist total begeistert. Okay. Deswegen, also ich finde es nicht schlimm. Ja. Ja, wir leben in einer Zeit, wo sowas definitiv auch für einen Mann in Betracht gezogen werden kann. Ja, schon. Irgendwie schon. Aber ich habe dazu sehr Respekt vor diesem Eingriff, weil ich einfach, ja, so operative Eingriffe einfach, da habe ich einfach meine Erfahrungen, die nicht so positiv waren. Ja, klar. So, und da habe ich immer Angst vor jeder OP, die sein muss, oder in dem Fall muss sie ja nicht sein, aber ja, vor jedem Eingriff, wo man im Körper macht, finde ich einfach, habe ich Respekt und habe auch Angst davor. Ja. Deswegen würde ich mich nur aus diesem Grund dagegen entscheiden. Vielleicht ist es auch ein bisschen egoistisch in dem Fall. Ja. Aber da habe ich einfach Angst. Ich meine, jedem sein zu überlassen. Ist ja dein Körper. Ja, klar. Ja. Du hast ja auch die Möglichkeit, also ich hatte, wie gesagt, neulich das Gespräch, so, das war sehr spannend zuzuhören. Das Krasse ist ja, wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du, glaube ich, bevor diese Samenstränge abgeschnitten werden oder rausgenommen werden, musst du ja vorher noch, ich weiß nicht wie oft, 30 Mal oder so wichsen. Wer sagt das? Ja, das haben die Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt. Man muss sich da wirklich leer wichsen. Ja, das klingt jetzt echt pervers, aber das ist die Wahrheit. Irgendwie wer hat es behauptet? Ja. Jemand, der es gemacht hat? Ja. Ja, tatsächlich. Ich glaube das nicht. Doch, wirklich. Ich glaube das nicht. Doch, du musstest dann auch das Zeug mitbringen. Ja. Also stell dir mal das Bild vor, du gehst in diese Klinik und das ist wirklich so, wie der mir erzählt hat. Und du bringst dann deine Dose mit und jeder weiß genau, was du jetzt gemacht hast. Jeder von denen weiß, du musst ja dann mal deine Kapuze runterziehen, dass man dich nicht erkennt. Das ist ja irgendwie so ein Schamgefühl hoch 10. Jeder weiß, du warst jetzt wichsen. Also ja, für diejenigen, die jetzt das Wort wichsen vielleicht jetzt ein bisschen pervers finden, ejakulieren. So. Und das ist doch irgendwie unangenehm, oder? Ja, bestimmt. Also nicht unangenehm, die Tatsache, das ist halt menschlich, okay. Ich glaube, ganz ehrlich, wir kennen alle das Bild von Jogi Löw. Weißt du, was ich meine? Ja. Wo er sich dann am Sack krault und dann die mit seinen Fingern quasi dann riecht dran. Und hat der Podolski damals gesagt, hey, jeder von euch Leuten hier macht das doch mal, krault sich am Sack und riecht daran oder so auf die Art, ja? Im Endeffekt, und das ist auch die Wahrheit, jeder Mann kennt das. Also wenn einer sagt, nein, so einen Quatsch mache ich nicht, Bullshit, jeder macht das. Sogar Frauen machen das. Auch Frauen machen das, so ist es halt einfach. Und das ist, glaube ich, auch menschlich. Ja. So, ich weiß auch nicht, ob auch in verschiedenen Religionen, also gibt es auch Leute, die normalerweise keinen Sex haben, aber vielleicht machen die auch sowas, weiß ich nicht. Egal, ist ja okay, jedem das seine. Aber in diesem Moment weiß man ganz sicher, du kommst mit einer Ladung, gerade Handshake. Ja klar, ist komisch, natürlich, ist schon bestimmt. Krass. Ja. Ist echt krass. Ja. Naja, aber wie geht's denn jetzt deinem Kumpel gut damit? Das heißt, er hat jetzt einfach ganz normal sein sexuelles Leben, ohne Angst zu haben, dass er jetzt doch irgendwie Alimente zahlen muss an jemanden. Ja. Macht man das, weil man dann vielleicht mehrere Frauen beglücken möchte? Oder? Nee, das macht man eigentlich wirklich, wenn man sagt, man will einfach keine Kinder mehr, ja. Okay, dass man sich für die Familie entscheidet und sagt, die Familie habe ich, die möchte ich. So, macht es Sinn vielleicht zu sagen, vielleicht ist meine Ehe jetzt endlich eines Tages, so, also jetzt nicht jetzt in Form von Todesfall, kann ja auch sein, aber
dass man sagt, vorsorglich möchte ich aber doch einen Schuss noch übrig lassen und irgendwo deponieren. Mhm. Ich meine, das macht ja auch Sinn, oder? Ja klar, das geht ja. Ich glaube, das machen auch viele dann. Ja. Sagt, viele frieren dann noch irgendwas ein oder so. Das meine ich genau. Ja, ja. Ja. So für den Fall der Fälle und auch vielleicht, wenn die Menschheit gerade am Ausrotten ist, dass man sagt, da gibt es noch einen Samenspender, genau. da können wir noch ein paar Menschen züchten. Ja, gibt es bestimmt. Ja. Ja, krass. Ja, ist ein spannendes Thema. Wieso reden wir heute über sowas? Warum nicht? Warum nicht? Das ist ein ganz normales Thema, finde ich. Ja. Ja. Ja, finde ich spannend. Also ich vielleicht gibt es da draußen auch irgendjemanden, der das auch mal hinter sich gebracht hat und der sich trauen würde, zum Beispiel bei dem Podcast auch mal darüber zu sprechen. Mhm. Fände ich auch mal interessant, mit einem Menschen, der das auch gemacht hat, direkt zu sprechen. Vielleicht meldet euch, traut euch. Wir verurteilen ja niemanden, habt ihr ja gemerkt, wir sind da verständnisvoll. Wir wollen es auch wirklich nur verstehen, also ich will es verstehen. Mhm. Und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wobei die beste Verhütung ist gar kein Sex. Ja. Ja, da bin ich auch gut. Da bin ich nicht gut. Nee, das ist gar nicht so ein Lachen. Ja. Was gibt's sonst? Was gibt's sonst? Bei mir gibt's eigentlich nichts. Ich bin einfach müde. Ja. Was kann man gegen Müdigkeit tun? Gegen Luft anhalten. Okay, echt jetzt? Ja. Weil dein Körper dann, ja, probier's mal. Aber du musst richtig lang. Du darfst nicht damit aufhören. Willst du mich umbringen oder was? Live im Podcast? Nein, aber es ist wirklich so. Wenn du die Luft anhältst, ja, dann hast du mal kurz so einen Moment, wo du dann wieder voll topfit bist. Okay. Mhm. Ich hab immer gehört, mittags sollte man so ein Napping machen, so kurz schlafen. Kann ich nicht. Ja, ich weiß nicht, das können aber manche wirklich. Ja, ich kann es nicht. Ich hab, so Powernap. Powernap, danke. Ja, ja. Der Begriff hat mir gefehlt. Und ich habe einen Kollegen, der macht zum Beispiel in der Mittagspause, hat er wirklich eine Matratze dabei, legt sich dann in die Matratze so rein, Füße hoch auf so einen Stuhl und schläft 30 Minuten. Und dann, bumm, steht er da auf. Ja, meine Damen und Herren, Dankeschön, wieder da. Ja, machen wir wieder unsere Beratung. Krass. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, das geht bei mir auch nicht. Ich kann nur Long Nap. Ja. Aber, wenn wir jetzt gerade beim Schlafen sind, hast du schon auch mal ab und zu mal das Gefühl, dass du, was ist das Gefühl? Die Tatsache, dass du immer zu einer gewissen Zeit aufstehst und auf die Uhr guckst und denkst so, scheiße Mann, schon wieder die gleiche Uhrzeit. Ja. Ja? Ja, ja. Was ist bei dir die Zahl? 4. 4? Mhm. Also um 4 Uhr. Mhm. Da klingelt dein Wecker wahrscheinlich. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte heute Nacht um 4 Uhr Besuch von meiner kleinen Tochter. Also. Ja, die kam um 4 Uhr nachts rein und hat gesagt, Papa, Papa. Und dann habe ich gesagt, rutsch rüber, ich will rein zu dir. Ja, okay, ist aber cool. Ja. Die darf das. Die ist ja 4. Ja, das finde ich cool. Das ist auch, ja, das ist schön. Ja. Bei mir ist es tatsächlich immer um 7.11 Uhr. Echt? Also da klingelt nicht mein Wecker klingelt schon vorher. Okay. Aber immer wenn ich dann auf meine Uhr gucke, sehe ich immer die Zahl 0711. Was will mir diese Zahl sagen? Und schon seit Jahren eigentlich. 0711 steht für Stuttgart. Ich weiß, was es heißt. Was? Dass es 7.11 Uhr ist. Ja, schon. Ja, aber vielleicht, wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, dieses Mystische auch ein bisschen. Ja. Soll ich dir was erzählen? Ja, bitte. Kennst du das? Also ich habe das sehr oft. Mhm. Ja, ich habe mal darüber gelesen, ja. Und es gibt Menschen, die haben das nie in ihrem ganzen Leben. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben das vielleicht nur einmal im Jahr oder so. Und es gibt Menschen, die haben das sehr oft, ja. Mhm. Und ich habe das schon auch sehr oft, würde ich jetzt behaupten. Ja, also bestimmt einmal im Quartal oder so. Ein Paralysetraum. Ein Paralysetraum? Erklär mir mal bitte, was das ist. Dein Körper schläft, aber dein Verstand ist wach. Okay. Verstehst?
Noch nicht ganz, aber ja. Du bist quasi, du kannst dich nicht bewegen. Also weil deine Augen sind wach, also du bist, dein Gehirn ist wach, aber du kannst dich einfach nicht bewegen. Null. Okay. Und du träumst aber auch gleichzeitig. Mhm. Ja. Und das sind dann so richtige Horrorträume. Okay. Was du da hast. Okay. Und den Traum kannst du aber dann wiedergeben, wenn du wirklich wach bist. Mhm. Okay. Das sind mal Paralysetraum. Mhm. Da habe ich jeden Tag einen. Ich habe jeden Tag einen. Nee, das ist echt heftig. Weil ja, das dauert nicht lange an. Ja? Ja, ja. Aber es fühlt sich lange an. Okay. Ja. Also ich meine, früher, wo ich noch jünger war oder noch jugendlich war, hatte ich immer einen und denselben Traum. Mhm. Und der hat sich genauso, wie du jetzt gerade beschreibst, auch so angefühlt. Es war immer ein Brunnen und ich bin immer in diesen Brunnen gefallen. Mhm. Und ich bin gefallen und gefallen und gefallen und gefühlt hat sich das angefühlt, als würde ich jetzt, glaube ich, ein Jahr da drin fallen. Mhm. Und irgendwann bin ich aufgewacht und habe gedacht, scheiße, Mann, das war nur ein Traum. Okay. Es hat sich wie ein Horrortraum angefühlt, aber es war auch nicht so endlich. Also ich bin gefallen, ich bin aber nicht auf den Boden gefallen. So. Mhm. Keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann mal Jahre später auch gegoogelt, so nach Traumdeutung und sowas. Also gibt es ja viele Beschreibungen dafür. Ja. Aber ich glaube, du meinst sowas auch in der Richtung, oder? Nein. Nee? Viel schlimmer. Okay. Also manche kriegen da sogar ein Trauma davon. Okay. Weil es ist, also das Schlimmste, was bei mir schon mal war, hört sich jetzt nicht so schlimm an, aber es war so, ich bin gelegen und da war so ein Geistergesicht. Okay. Ja. Oh, Scheiße. 5 Zentimeter von meinem Gesicht. Oh, fuck. Und ich hab's, du träumst ja, ja, aber du denkst, du spürst die Kälte und alles, ja. Ja. In dein Gesicht, ja, und das Anhauchen, ja. Und du versuchst zu schreien und aufzustehen oder so und du kannst einfach nicht. Sagt das Ding auch was? Nein. Aber wenn es was sagen würde, würde es vielleicht Folgendes sagen. Mikey. So in die Richtung vielleicht. Mikey. Ja, Mann. Oh, Scheiße, Mann. Ja, aber das sind so Träume. Und das ist brutal. Ja. Brutal. Leute, die haben da wochenlang bleiben die daheim eingesperrt. Oh, krass, ja. Ich habe halt mich damit abgefunden, dass ich ab und zu mal so Träume habe. Ja. Das ist echt cool. Ja, was bleibt dir auch anders übrig? Ja, klar. Kannst du nichts machen. Kannst absolut nichts machen. Ja. Hm. Nebenbei lese ich so ein bisschen meine WhatsApp-Nachricht gerade. Back, 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 big, back, book, back. Oh je. Also jetzt habe ich es mal gegoogelt, ja? Ja, google mal, ja. Warte kurz. Also du hast schon gegoogelt. Ja. Ich sag dir jetzt genau, was es ist. Mikey. Pass auf, also. Mikey. Aufstehen. Das ist, okay. Wenn du die Phase zwischen Aufwachen und Schlafen. Mhm. Du wachst quasi auf, ja. Aber du schläfst gleichzeitig noch. Ja. Das ist, da gibt es so eine kleine Phase. Und wenn die zu lange ist, dann hast du so einen Traum. Okay. Ja. Also die Phase zwischen ich stehe gerade auf, bin aber noch am Schlafen und falle in einen Traum. Nein, nein, nein. Also der Moment, wo dein Körper sagt, jetzt bin ich wach. Mhm. Ja? Wenn das auseinandergedehnt wird. Sagt es dein Körper wirklich? Ich kenne das im Moment nicht. Ja, nein, mein Körper sagt immer, leck mich am Arsch, schlaf. Aber weißt du, wie ich meine? Ja. Ist so wie wenn du einen Lichtschalter anmachst. Ja, ja, ja. Ja? Zack. Und dann bist du ja quasi wach. Ja. Ja. Und da, wenn die Leitung zu lange dauert, ja, dann bist du in dem Ding drin. Boah, stell dir mal vor, du bist dann gefangen. Alter, tot. Nicht aufwachen. Ich wäre tot. Du schläfst, aber du kannst nicht aufwachen und bist wach. Also, ich weiß, ja, das ist ja, dieses Paralyse. Paralyse. Dialyse-Ding. Das ist brutal. Oh, fuck.
Digga, dann, das wär eigentlich ein Film wert. Stell dir mal vor, das könnte man filmisch verfilmen. Schwierig, ja. Der Film handelt dann von dem Traum. Du bist quasi immer, der Körper schläft gerade, du bist aber wach und bist aber gefangen im Traum. Und dann entwickelt sich der Traum und du musst dann raus, du musst in deinen Körper wieder zurück und so weiter. Ja, man. Nennt man das nicht, dass die Seele vielleicht gerade irgendwie über dir fliegt? Nee, habe ich auch schon öfters gehört, Frei. Das nennt man Freddy Krueger. Oh yeah, Nightmare. Ja. Scheiße, Mann, ja. Die Filme waren immer krank. Die waren geil. Ich habe immer Angst gehabt von den Dingern. Ich habe immer, wenn ich so einen Film angeschaut habe, leider habe ich ihn auch sehr, sehr früh angeschaut. Mhm. Sehr, sehr jung. Ich auch. Vielleicht auch ein bisschen zu jung. Ja. Ich hatte Angst vor Kellerräumen. Ja, Mann. Weil ich dachte immer, wenn es dunkel ist ja. und ich werde müde, dann schlafe ich ein und dann kommt irgend so eine Hand und du... Nimmt dich, ja. Also, Digga, mir wird's, wenn ich das so erzähle, auch wirklich wieder ein bisschen komisch. Oh. Aber du guckst keine Horrorfilme, gell? Nein, nein. Also, ich muss ehrlich sagen, es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich gerne Horrorfilme angeschaut, weil sie mich fasziniert haben, wenn sie sehr realistisch gemacht worden sind. Mhm. Zugleich aber auch wirklich sehr, sehr ängstlich gemacht haben, weil ich dann, die Angst wollte ich nicht zugeben, aber ich hatte dann wirklich Angst, muss ich ehrlich gestehen. Und habe dann irgendwann mal aber so den Schwenk zu, lach mich bitte nicht aus, aber zu Filmen, die ein schönes Happy End haben. Mhm. Das Haus am See. Ja, ja, ja. Also so schöne romantische Filme finde ich schon echt Klassik. Ja. Ja, weil das kann ja wirklich im Leben auch passieren. Ich weiß, klar, das ist immer sehr schön geschönt. Mhm. Aber wenn jetzt, stell dir mal vor, keine Ahnung, man lernt sich kennen, man hasst sich am Anfang, streitet, so eine Art Hassliebe, man kommt zusammen, man ist am Ende ein Paar. Dann passiert was Schlimmes, dem einen geht's nicht gut und keine Ahnung, braucht einen Knochenmarkspender zum Beispiel jetzt, ja? Ja. Und dann guckt man und stellt dann fest, genau der Mensch, den ich eigentlich kennengelernt habe, hat die Möglichkeit, mir das Knochenmark zu spenden, spendet dann und rettet den Menschen, verliebt sich dann richtig, weil man dann ja eigentlich eins ist so und am Ende sitzt man dann da und guckt dann die Menschen zu, wie er dann mit jemand anders rummacht. Ja. Voll die romantische Stimmung. Mhm. Und denkt sich so, warum habe ich eigentlich den Knochenmark gespendet? Dass ich jetzt den Typen da sehe, der jetzt die Zunge bei der anderen reinsteckt. Ja. Scheiße. Das ist scheiße. Und plötzlich springt aber dann die Kamerafrau, die den Film aufnimmt, raus und sagt, ich finde dich auch schön und dann sind die ein Paar und dann ist es ein geiles Happy End. Okay. Ja. Ja. Kannst du folgen? Gar nicht meins. Nee. Gar nicht. Ich meinte auch realistische Filme, also nicht sowas. Nein, ich mag auch Actionfilme. Okay. Mag ich gar nicht. Nee. Bin nicht so der. Du bist ja, so der gut. Horror. John Wick vielleicht, ja. John Wick ist Classic. Mhm. Aber so Action-Dinger mag ich jetzt nicht so. Fast and the Furious und so nix. Mhm. Ja, Fast and the Furious, tatsächlich die letzten Teile auch nicht. Die ersten Teile schon. Mhm. Was faszinierend fand ich irgendwie cool. Ich finde, ja, John Wick hast du schon gesagt, finde ich auch cool. Ja. Was habe ich denn zuletzt angeschaut? Ja, zuletzt habe ich irgendwie so eine ganz abstrakte Serie angeschaut. Ja, mir fällt der Titel nicht ein. Aber da ging es irgendwie darum, dass, ich glaube, das war eine spanische Serie auch. Okay. So eine Miniserie auf Netflix. Mhm. Eine Polizistin, beziehungsweise in diesem, das war ein kleines Dorf irgendwie, und in diesem Dorf sind vor vielen, vielen Jahren komische Morde passiert. Mhm. Ja, so religiös bedingte Morde. Okay. Und die hatten dann irgendwie auch so schwarze Streifen im Gesicht. Das war immer so eine Hand, die quasi durchs Gesicht gefahren ist, so halb. Und ja, die wurden irgendwie vergiftet und ermordet. Und viele, viele Jahre später sind diese Morde wieder aufgetaucht. Und es ist wieder passiert. Also es sind wieder Menschen umgekommen, immer mit Rattengift und so weiter. Okay. Und diese Polizistin war immer auf der Suche und hat dann irgendwie geschaut, wer könnte das sein. Ich will es gar nicht spoilern. Mhm. Am Ende wird natürlich herausgefunden, wer es war. Und es ist dann auch, also man weiß das innerhalb der Serie niemals, man kommt niemals darauf, dass es so enden wird. Mhm. Aber man denkt sich dann, krass, am Ende endet es dann realistisch. Mhm. Zwischendurch ist es ein bisschen unrealistisch. Aber doch irgendwo auch realistisch. Und das war so mystisch, Action, Horror auch ein bisschen. Mhm. Sowas mag ich auch. Ja, sowas ist auch cool, ja. Ja, ja, sowas gucke ich auch voll gern. Aber halt auch gerade so Psychofilme oder sowas. Ja. Sowas gucke ich voll gern. Aber es muss doch realistisch bleiben.
Weißt du, so Science-Fiction-Psycho, das ist nichts. Ja, da, ich fand Jeffrey Dahmer, der Film war geil. Oder was heißt Film, die Serie auf Netflix? Ja, das war auch ein kranker Film, gell? Der war oder? Richtig geil. Das fand ich richtig gut. Ja. Und dann gucke ich halt, ja, gerade viel Horrorsachen. Ja, gerade so Psycho und was, wie soll ich sagen, so paranormale Sachen und sowas finde ich voll geil. Mhm. Sowas gucke ich voll gern. Und dem Letzten habe ich auch einen Film angeguckt, das war mit Medizin alles zu tun gehabt. Da ging es darum, dass so ein Mädchen langsam psychisch krank wurde und so kaputt dann war, ja, also das ganze Leben war am Arsch, ja. Und es ging dann so weit, dass die dann sich auch nicht mehr bewegt hat und nicht mehr geredet hat, gar nichts mehr. Und am Ende hat sich dann rausgestellt, dass die nicht psychisch kaputt war, sondern die hatte irgendeinen Fehler im Gehirn. Okay. Das hat man dann behoben und dann ging wieder. Okay. Irgendeine Krankheit im Gehirn. War das so ein Feuerding oder so? Ja, ja, Feuer im Kopf. Feuer im Kopf, gell? Ja, Mann. Das habe ich auch angeschaut. Das ist geil. Das war gut, das muss ich auch sagen, ja. Aber die Schauspielerin ist auch gut. Ja. Die spielt immer so Rollen, wo ein bisschen. Die hat irgendwas Besonderes auch, finde ich. Mhm. Ja. Die fand ich gut. Sieht ein bisschen aus wie Avril Lavigne. Ein bisschen, ja. Ja. Ja, das ist eine coole Schauspielerin, eine sehr, sehr gute Schauspielerin. Ja, ja, krass. Ja, genau, das finde ich auch cool. Sowas finde ich auch cool, ja. Sowas ist auch gut, ja. Sowas gucke ich auch gern. Ja. Und erste Serien und sowas. Erste Serien? Mhm. Ich bin voll der Grey's Anatomy Junkie. Ach, sowas. Ich dachte vielleicht Dr. Stefan Frank, den Arzt, den die Frauen vertrauen. Nein. Sowas. Grey's Anatomy, The Good Doctor, solche Sachen. Okay. Ja. Ja, cool. Wir müssten eigentlich wieder mal Stefano einladen, gell? Ja. Der fällt ja immer wieder mal, dieser Name fällt immer wieder in den Podcast, aber der ist ja der Filmespezialist. Ja. Hast du eigentlich mal wieder was vor, filmtechnisch? Also als Schauspieler auch? Als Schauspieler? Mhm. Eventuell, ja. Ja? Ja. Darf man da schon drüber sprechen? Ich treffe mich am 11. Mai mit Stefano. Und da wird weiter beredet. Also der 11. Mai könnte theoretisch auch jetzt dann, wenn die Folge rauskommt, vielleicht auch schon vergangen sein. Könnte dann auch vergangen sein, ja. Wir hoffen es nicht, aber ja. Ja. Da werde ich mal mit Stefan noch ein bisschen reden und dann führt eins zu ein. Cool. Also wenn ihr mal einen Statisten braucht, ich bin am Start. Ja, Mann. Geil. Gerne. Ja, Mike, was ich mit dir heute auch nochmal besprechen wollte, ist, finde ich cool, über die Filme. Wir haben auf jeden Fall über die Eier sind wir zu den Filmen gekommen. Mhm. Um den Bogen jetzt richtig zu spannen. Wir brauchen Eier, um unsere eigenen Filme zu spielen auf der Bühne. Mhm. Wir werden jetzt ja demnächst live sein. Ja. Wieder unterwegs sein. Ich freue mich voll. Ich auch. Vor allem, ich habe ein Paket gekriegt. Ja, erzähl mal, ich auch. Du auch? Ja, brutal. Ja, wir spielen ja in Banskow. Mhm. Ich sag das immer noch falsch. Banskow. Banskow liegt bei Schwerin, glaube ich. Schwerin, ja. Genau. Und die tolle Dana hat uns beiden ein Paketchen geschickt. Ja, total lieb. Dana, falls du den Podcast hörst, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Thank you. Ich war wirklich überrascht und begeistert von deiner Post. Liebe Worte, liebe Herzen mit drin. Mhm. Dana Rosenherz e.V. ist ja auch ihr Verein. Und am 7.7. werden wir dort spielen. Ja. Mit ganz vielen tollen Menschen, tollen Gästen, tollen Musikern, Musikerinnen. Mhm. Ich freue mich wirklich. Das wird ein toller Tag. Voll. Die liebe Nina Malaika wird das Ganze moderieren. Ja. Dann gibt es Lappas, Bastik ist am Start, Goethe ist am Start. Wir sind am Start. Ja. Wir sind am Start. Wir sind am Start. Wir spielen auch echt eine gute Zeit. Ja, glaub schon. Also es ist ein Festival irgendwie mitten im Wald, gell? Mhm. Ich glaube schon mal gesagt.
Und weil wir fliegen ja auch hin, ich muss immer noch Tickets buchen, verdammt. Habe ich vergessen? Ja. Ja, shit. Egal, werde ich noch machen. Wir fliegen nach Hamburg, dann werden wir abgeholt. Dann sind wir einen Tag vorher dort. Mhm. Dann am nächsten Tag spielen wir und übernächsten Tag fliegen wir wieder zurück. Ja. Und wenn wir zurückgeflogen sind, haben wir am 20.07. in Berlin ein Konzert. Und zwar ist es die Record-Release-Party von Bastek. Ja. Der sein neues Album veröffentlicht. Auf seinem Album durfte ich auch einen Song beisteuern. Mhm. Und da gibt es auch wieder ganz für uns viele tolle Gäste. Wir sind in so einem arabischen Club oder Restaurant. Und wenn man dann die Treppen runtergeht, geht es dann in den Club in Berlin. Ja, da freue ich mich auch richtig. Berlin war cool. Ja. Und da davor bist du leider nicht dabei, weil du ja da auf einem anderen Festival bist. Ja, Volk am Ring. Bin ich auch in Berlin. freue ich mich auch. So, das ist das Julian Assange Konzert irgendwie, so heißt es. So, und dann haben wir noch Mike am 26.10., glaube ich. Ja. In Jevenstedt. Das ist auch wieder im Norden. Auch wieder. Wir haben übrigens nochmal eine Anfrage bekommen. Sehr kurzfristig. Hm? Am 8. Mai. 8. Mai? Hier bei uns in der Region. 8. Mai? Ja, ich sollte dich eigentlich fragen. Jetzt mache ich es einfach im Podcast live. Okay. Hast du da Zeit? Lass mich mal bitte kurz meinen Kalender reagieren. Ja, das wäre ein weißer Horror, weißt du? Echt? Ein weißer Horror. Was ist da? Ich glaube, das ist irgendwie so eine Kulturnacht. Ah. Und ob wir da Lust haben zu spielen. Mai. 8. Mai. Mhm. Das ist doch Ding. Was ist da? Das ist ein Mittwoch. Das könnte ein Mittwoch sein, ja? 8. Mai. Bist du sicher? Ja. Ja, da kann ich nicht. Da kannst du nicht? Mhm. Ja, dann, ja, dann eben nicht. Dann halt nicht, gell? Nee, da ist tatsächlich, das ist ja schon nächste Woche, nee, vorne, in 2 Wochen. Ja. Ja. Nee. Nee, geht nicht. Krieg ich nicht hin. Kriegst du nicht hin? Mhm. Da habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Termine drin. Okay, nee. An dem Tag. Nee, dann geht's halt nicht. Wir müssen da für die Zukunft einfach früher die Anfragen. Bitte, liebe Leute, wenn ihr uns buchen wollt, dann bitte auf rechtzeitig, weil wir haben echt, es ist jetzt kein Blabla, es ist wirklich die Wahrheit. Wir haben einen vollen Terminkalender. Bei mir ist es auch so, dass ich wirklich nur einen einzigen Tag in der Woche habe, wo ich eigentlich nichts festlege. Ja. Das ist immer der Montag bei mir tatsächlich. Mhm. Ja, da versuche ich dann wirklich frei zu sein und meistens ist aber der Tag dann auch für irgendwelche Aktivitäten dann belegt. Ja. Ansonsten einfach frühzeitig Bescheid sagen, dann können wir unsere Termine auch so legen, dass wir auch, ja. Das soll ja auch Spaß machen. Ja. Ich will nicht da hingehen und dann unter Zeitdruck sein und. So ist es. Ich sehe so nebenbei, muss ich für mein Spiel morgen noch einiges. Ich habe wieder ein Spiel. Mhm. Regeln, verdammte Scheiße. Viele Spieler haben abgesagt wegen Krankheit. Jetzt muss ich irgendwie nachher noch gucken, wie ich noch eine Mannschaft zusammenkriege. Egal, kriege ich. Soll ich spielen? Tatsächlich, warte. In dem Verlauf, gerade, wo ich nebenbei so geguckt habe, guck mal hier, habe ich geschrieben gerade, ich melde mich in 30 Minuten, ich mache gerade einen Podcast. Grüße an Mike, kommt dann zurück. Ja, Grüße zurück. Ja, warte, ich mache mal ganz kurz eine Sprachnachricht. Live im Podcast, warte mal ganz kurz. Darf ich das? Ja, natürlich. Also Männer, ich bin hier gerade live im Podcast und ich habe gedacht, bevor ich jetzt warte und ihr könnt nicht weiter planen, würde ich sagen, mache ich einfach ein ganz, ja, in dieser Folge, das ist die Folge Nummer 9, glaube ich, gell? Nummer 9. Folge Nummer 9, Mike, ja. Mache ich dann einfach direkt die Ansage an euch. Der Tim ist dabei, habe ich schon gefragt. So, und Burak bekommt die Nummer 20, ist richtig? Ja. So, und dann müssen wir aber noch den Peter noch einschalten in der ganzen Nummer, weil er hat ja die Nummern von den anderen Spielern bekommen, die leider ja jetzt krank sind. So, das heißt, wir müssen die Nummern für morgen nochmal ein bisschen umstellen. Ja. Aber ich würde das morgen machen, weil heute ist schon viel zu spät. Ja. Aber ansonsten, Männer, gehe ich mit euch mit. Habt ihr gut gemacht. Das sind übrigens meine Trainerkollegen. Okay. So,
Jetzt seid ihr live im Podcast und ihr dürft auch noch was sagen. Also schickt eine Sprachnachricht und ich werfe euch dann live in den Podcast, okay? So, abgeschickt. Sehr schön. Das ist interaktives Arbeiten. Interactive. Wenn jetzt eine Nachricht kommt, dann werde ich sie hier in mein Mikro halten, dann hören wir mal an, ja, was die Jungs dann zu sagen haben. Richtig. Werden wir gewinnen? Wenn ich mitmache, dann ja. Ja. Aber nochmal. Ja. Wenn ich mitmache. Wenn du mitmachst. Dann will ich die wie heißt das Ding hier? Die Blindenbinde. Nein, das heißt nicht Blindenbinde. Wie heißt das Ding? Kapitänsbinde. Ja, Mann, das will ich. Aber die muss man links anziehen. Ich will das. Ja. Ja. Okay. Und ich möchte, dass dann eine Pyrotechnik kommt, wenn ich reinkomme. Ja, wenn ich reinkomme. Nicht, ja, wenn alle reinkommen. Nur du, ja. Nur ich. Ja, okay. Die anderen sind schon auf dem Feld. Okay, mit Ansage auch? Mit Ansage. Wie soll man dich ansagen? Hier kommt der Hot Stepper. Dun, dun, dun. Nein. Das muss schon ein bisschen so, weißt du, so gefährlich sein, weißt du, dass die Gegner sich denken, oh fuck, was machen wir da jetzt? Nein, das ist wieder der Paralyse, das mag ich mal nicht. Hier, meine Damen und Herren, kommt der Spieler mit der Nummer 1. Was? 1. Er ist nämlich Torwart und Stürmer. Der Spieler mit der Nummer 1, Name Twisted Mike. Herzlich willkommen, Twisted Mike. Und dann komme ich so raus. Pyrotechnik, warte. Ja, Mann. Dann komme ich so raus. Dann kommt noch so Rauch, weißt du. Pff, warte. Ja, Mann. Dann will ich sowas. Ja. Und dann sagen die Gegner? Ja, nein, die Gegner sagen nichts. Die haben Angst. Ja, klar. Ja. Und dann spiele ich 3 Minuten. Ja. Und dann gehe ich auf die Bank, weil sonst kriege ich Muskelkater. Okay. Mehr kann ich nicht. Aber in den 3 Minuten muss ein Tor schießen. Nein, ich laufe nicht. Wieso nicht? Ich stehe nur. Was ist deine Aufgabe im Fußball? Ich stehe da. Was ist deine Aufgabe im Fußball? Rumstehen. Ich stehe. Dann kannst du ja gleich Coach machen. Nein, ich stehe. Mhm. Wo? An der Linie da, mitten drin. An der Mittellinie. An der Mittellinie. So am Anspielkreis. Ja, Mann. Da stehe ich. Okay. Und ich gucke bloß. 3 Minuten lang. 3 Minuten lang. Und dann bist du müde danach. 3 Minuten, ja. Und dann gehe ich raus. Okay. Und dann hole ich mir einen Hamburger. Okay. Das wäre meine Aufgabe. Meine Damen und Herren. Oh, falscher Knopf. Vielen Dank, das war der Spieler mit der Nummer 1, Twisted Mike. 3 Minuten hat er, ganze 3 Minuten hat er durchgehalten. Vielen, vielen Dank für deine tolle Leistung. Wir wechseln jetzt einen Spieler rein, der auch ein bisschen sich bewegt. Richtig. So. Ja. So, ich glaube, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, oder? Nein? Haben wir nicht? Die trauen sich nicht. Das sind Pokémon-Karten auf dem Tisch. Ach so, deswegen. Du sollst doch kein Video machen, du sollst mir einfach nur... Oh Mann. Pokémon-Karten auf dem Tisch. Ja. Wir sind erwachsene Männer, da können auch Pokémon-Karten auf dem Tisch liegen. Richtig, das ist doch für Erwachsene. Ja. Naja, genau. Wir waren ja bei den Konzerten, das ist vielleicht mal ganz wichtig. Ja. Jetzt ein bisschen abgelenkt von anderen Themen. Ja, genau. Wir haben dieses Jahr noch 4 Konzerte. Mhm. Und ich glaube, mehr kriegen wir auch nicht mehr dazu. Glaube ich auch nicht. Reicht auch. Reicht, gell? Ja. So, und dann werden wir noch Videos drehen. Eben. Am 24. Mai, Mike. Oh, da kommt also ein neues Video. Das wird echt krass. Ja, das war cool. Ja, ich hoffe wirklich, dass die Leute das Ganze auch teilen, wirklich verbreiten und möglichst in die weite Welt rausbringen. Ja. Oder weit in die Welt rausbringen. Und ja, wir dann erfolgreich werden mit diesem Song. Ja. Und endlich Geld verdienen. Ja. Doch, wird cool. Freue ich mich schon. So, mein Kollege schreibt mir gerade, Ilber, ich habe vorhin meinen Kollegen besucht und er hat gesagt, der hat einen Waschbär zu Hause. Echt? Ja, wirklich. Einen richtigen Waschbär? Der hat mir ein Bild gezeigt, ich schwöre, der hat ein Foto gemacht von seiner, das ist der Ümit, mein Trainerkollege, der hat ein Foto gemacht von seiner, von seinem Fenster im Wohnzimmer, wie der Waschbär wirklich so reinguckt. Okay. Der guckt ihn so quasi an und er macht ein Foto. Ja. Also es sah irgendwie süß aus und ich wollte eigentlich diesen, ja. Habt ihr Waschbären? Also er hat Waschbären zu Hause. Jetzt die hält er nicht bewusst, sondern die sind da irgendwie mal, also dieser Waschbär hat sich da eingenistet und den kriegen sie nicht weg. Die haben Angst vor dem Waschbär, der kann ja auch beißen, ist ja klar. Naja. Aber eigentlich sieht das total süß aus. Aber ich wusste gar nicht, dass in Deutschland so viele Waschbären sind. Also in Thüringen
gibt es einen Waschbär. Und der wohnt beim Ümit. Ja, wirklich. Und ich habe ihn besucht. Und er hat mir gerade geschrieben: Du bist leider 30 Minuten zu früh gegangen. Du hast den Waschbär verpasst, da? Geil, Alter. Oh shit. Ja, ich hätte ihn echt gesehen. Ich hätte ihn. Mein Sohn will ihn ja mit nach Hause nehmen. Ja. Gott sei Dank haben wir ihn nicht gesehen, weil sonst hätte ich den mit nach Hause nehmen müssen. Ja. Komm, Waschi, komm. Komm mit nach Hause. Ja, Mann. Oh, fuck. Waschbären. Das wäre cool, wenn die sich überall ausbreiten würden. Ja. Wäre witzig. Waschbären. Mhm. Ja, Mike, ich glaube, besser wird's nicht mehr heute. Nee? Ja. Dann, ja, machen wir Feierabend. Wir machen jetzt Feierabend. So richtig? Ja, wir haben ja jetzt auch schon wir haben jetzt 1 Uhr. Mit Feierabendbier? Ja, vielleicht. Okay, ich liebe dich. Bis dann. Okay.